Ah, hier kann man von der Karte Informationen abschreiben. Hier ist eine Nachricht. 7.7.86. Hi Juan, der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt im Park, aber wir sollten uns volllaufen lassen, wenn ich wieder da bin. Dave. Okay. Ah, ich kann auch Sachen aufbewahren. Hier ist wieder ein Kiefernzapfen. Den kann ich allerdings nicht aufbewahren. Also weg damit. Und ein Müsli-Riegel. Kann ich essen? Und ein altes Seil. Die Kiste verschließe ich mal lieber wieder. Okay, gehen wir weiter. Gabelt sich der Weg. Kann ich das gar nicht genau ausmachen. Wahrscheinlich verlaufe ich mich. Wäre zumindest nichts Neues. Aber ich bin ja auch gerade erst hier angekommen. Kenne mich hier noch nicht so aus. This vista is incredible. Which one? Down the hill from my tower. There's a canyon and then the rest of, well, everything. Yeah, you should see what I'm looking at. An eagle has been hovering over this gorge for the past hour. Maybe if you're good, you can come by and see it at the end of the summer. Okay. So, wir kommen dem Feuerwerk auf jeden Fall anscheinend näher. Da hinten ist es. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ah, hier ist die Schlucht. Wir befestigen ein Seil am Haken. Und seilen uns ab. Oh Gott. Den Ehering gesehen. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Definitiv. Oh, hier ist eine alte Kletterausrüstung. Okay, da kommen wir jetzt wohl aber nicht runter. Ich höre auch das Feuerwerk nicht mehr. Ist auf jeden Fall relativ weitläufig hier das Gebiet, wie es aussieht. Gibt es bestimmt das ein oder andere zu entdecken. Aber das Feuerwerk scheint aus zu sein. Wiese melden, okay. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. Ah, hier sind ein paar Bierdosen. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah,
Sure am. People are just the worst, aren't they? They're not great, no. Gut, dann räumen wir mal hier auf. Oh, wir haben aber einiges getrunken. Wir nehmen unseren Job also ernst. Okay. Das scheint erstmal erledigt zu sein. Ich soll mich westlich vom See halten. Oh, da vorne ist ein Lagerfeuer. Hier steht eine Flasche Whisky. You left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Oh shit. Ferret or Irish. Das zu untersuchen, das erschließe ich mir jetzt noch nicht genau. So, Lagerfeuer. Das treten wir mal lieber aus, wegen der Waldbrandgefahr. Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Jährlich Feuerwerk. Das wird erstmal konfisziert. Oh, räumen wir hier nur ein bisschen auf. Oh, da stehen Rucksäcke. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Kann aber auch nicht weiter interagieren damit. Oh, da ist auch noch was. Okay. Kleidung. Oh. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Ja, genau das werden wir tun. Sehe ich aber gerade noch, dass ich nicht ordentlich aufgeräumt habe, also wie zu Hause quasi, so halb, überall liegen hier noch Bierdosen rum. Ich denke mal, das war's jetzt. Lisa haben wir ja schon bereits gemeldet. Okay, ich denke, das war's an Unrat hier. Schauen wir mal weiter. Gucken mal, ob die Herrschaften, die wir suchen, vielleicht tatsächlich nackt sind. Oh. Hoffen es vielleicht sogar. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Den untersuchen wir natürlich. Klingt nach einer Party. Ach du Scheiße. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? So, erstmal dran schnüffeln. Klingt auf jeden Fall nach einer Party. Nach dem BH, zwei Mädels vielleicht. There's a. Ooh. Yes? There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know. Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground. Your job. Okay. I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Okay.
Okay, ich muss mal, Full Stereo! Da sind die Mädels. It was expensive. Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. This guy's creepy, Chelsea. Ha! You probably have a tiny dick. Chelsea? It's my boombox. Can we go? Let's just run to the other side of the lake or something. Ew, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. Oh, sind weggelaufen. Okay, die haben wir ein bisschen verschreckt. Hey, that go okay? It's done. Well, that's ominous. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Kein Problem. Das ist ein Wegweiser. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Nee, ein Abhang. Ich weiß auch gar nicht, ob wir wieder hätten hoch können. Denn, schließlich... Oh, Jonesy Lake. Any chance of those kids getting a disease in this lake? Like diphtheria or consumption or... Consumption? Not if they're not 19th century chimney sweeps, no. You know, whatever. I mean, if they drank a bunch, Giardia maybe, but probably not this time of year. Well, that's too bad. Okay, ach, jetzt sind wir wieder hier. Also wir hätten auch einen kurzen Weg gehen können. So, die Box von eben, denke ich. Oder ist das eine andere? Wir werden sehen. Ja, die Mädels haben wir ein bisschen verschreckt. Viel gesehen haben wir jetzt leider nicht. Ja, es ist eine andere Box. Und auch hier schreiben wir Informationen auf. Und lesen die Nachricht. 29.08.86. Hi Ron, bei mir zu Hause ist was passiert. Hoffentlich kann ich hier für eine Weile weg. Aber wer weiß, bei den Haushaltsmitteln heutzutage... Hast du meine Nachricht über den Vorfall in Wapiti gelesen? Schätze, der Sheriff ist nicht unbedingt gut auf mich zu sprechen. Wahrscheinlich habe ich es übertrieben. Wäre schön gewesen, wenn du da gewesen wärst. Bestimmt wärst du durchgedreht. Dave. PS, Amigos ist Spanisch und Professionales, Italienisch. Professionales, heißt das nicht Professionelles? Okay, das bewahre ich auch auf. Das ist ein alter Pullover. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. In der Tat, dann liegt hier noch ein Buch. Das können wir auch untersuchen. The Force Estate sieht, ziemlich böse aus. Kann aber nichts damit machen. Gut. Ist wieder weg. Unsere nette Art und Weise, wie wir uns Sachen entledigen. Ich weiß gar nicht, ob ich mehrere... Ah, man kann gleich mehrere Sachen ausführen. Okay. Well, this lake does seem like a good spot to swim. Even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. Okay, ins Wasser können wir auf jeden Fall nicht. Aber was wir gerade gesehen haben, ist, wir können mehrere... Sachen oder die Sachen mehrmals angucken und eine Nachricht durchs Funkgerät geben. Wie gerade getan. Und jetzt sind wir doch wieder hier. Vorne konnte ich hier gerade nichts machen.
brauche also tatsächlich mal wieder die Karte. Gott, wo bin ich denn ganz? Bin also auf jeden Fall natürlich ein bisschen falsch gegangen. I take it you fell prey to the Forest Service's big recruiting effort when it comes to, you know, how the hell you ended up out here. I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that? Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. What happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is, like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news? I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't wanna touch it, but we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. The goddamn park can burn down again. Okay. Und ich bin wieder beim Radio. Ich habe mich also tatsächlich, ja, wer hätte es anders erwartet, mal wieder verlaufen. Gucken, ob wir zurückkommen. Man hat eben übrigens gesehen, dass eine Zeit abläuft beim Antworten. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, deswegen habe ich die Karte gerade schnell weggesteckt. Jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, auch hier kann ich mir dann jetzt wahrscheinlich nochmal das hier angucken. Weil hier kam eben auch nochmal eine Meldung, die ich nicht beachtet habe. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Ah, okay. Gut, ich irre hier ziemlich rum. Hä? Ah, Waschbär. There's a critter out here. Raccoon. I can't understand you. Because I'm whispering. Because you're whispering. Ja, das ist schon cool gemacht. Das war es aber, glaube ich, auch hier, was ich entdecken kann. Und sind wieder bei der Wiese. Also genau, weiß ich jetzt nicht. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Also muss ich wirklich beim Canyon lang? Zurück zum See. Ach, dann da am Canyon lang. Okay. Das heißt, ich muss also wieder zurück. Ja.
Mit meiner Orientierung war das noch nie anders, dass das in quasi jedem Spiel, was ich spiele, einmal erwähnt wird, auch nicht. Das gehört quasi schon dazu. Ich muss also wieder zum See zurück. Gut, so weit war ich ja jetzt Gott sei Dank nicht entfernt. So, also muss ich tatsächlich diesen Weg gehen. Das war also eben schon richtig. Wie es scheint. Denn auf der anderen Seite können wir ja nicht lang. Vorsicht. Hören das Plätschern des Wassers. Umgestürzter Felsbrocken. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. And you thought it was a good idea to get into your love life, I guess you'd call it? Anyway, I'm sorry. Okay, hier kann ich auch ranzoomen. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Ja, wird gemacht. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wir müssen auf jeden Fall schon zu donnern.